Hallo Leute, heute gibt es mal ein Video aus der Scheune. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Lösung gefunden mit ziemlich simplen und einfachen Teilen, vor allem günstigen Teilen, eine GPS-Halterung für die Tenerie zu bauen. Und das würde ich jetzt gerne mal mit euch gemeinsam ausprobieren. Dafür brauchen wir das ganze Geraffel, was bei dem GPS normalerweise dabei ist, eigentlich gar nicht. Da sind ja diese RAM-Mount-Geschichten mit drin, eigentlich gutes Zeug für die Montage am Lenker und ähnliches. Aber darauf verzichten wir jetzt auf alles. Das Einzige, was wir aus der Kiste eigentlich wirklich brauchen, ist natürlich die Halterung fürs GPS mit den Ladekontakten. Ich habe mir hier einen normalen Zigarettenanzünder geschwind dran gemacht, weil ich die Halterung eventuell auch nochmal an einem anderen Motorrad vorerst benutzen möchte. Wir brauchen diesen Schraubenkit, der dabei ist, und natürlich das GPS. Gut, montieren möchte ich das Ganze hier gerne auf dieser Stange hier oben, die dafür vorgesehen ist. Die ist sehr gut von der Sichtbarkeit. Man sieht sowohl im Sitzen als auch im Stehen gut auf das GPS. Ein Nachteil dabei ist, bei der Tenerie ist diese ganze Konstruktion hier oben leider ziemlich wackelig. Das heißt, im Internet berichten viele Leute, dass wenn man das GPS hier montiert, dass das dann hin und her wackelt. Dafür gibt es dann auch spezielle Versteifungskits, zum Beispiel Camel ADV hat dann so ein Versteifungskit und auch andere. Ich werde es jetzt erstmal so montieren und dann schauen wir, wie wackelig das Ganze ist und ob es noch Nacharbeit bedarf. Der eigentliche Trick an der Sache sind diese Teile hier. Die habe ich auf Amazon bestellt. Ich werde den Link unten in die Beschreibung packen zu einem wirklich fairen Preis. Die Dinger gibt es auch auf Alibaba und auf eBay habe ich sie gesehen, allerdings dann direkt aus China mit einer relativ langen Lieferzeit und die Frage, ob sie überhaupt ankommen. Ist jetzt nicht so das allerhochwertigste Produkt, aber es sind wohl stangengepresste Teile mit dieser Klemme hier vorne, 12 mm Durchmesser und hier 32 mm Abstand. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, wahrscheinlich nicht dafür gemacht, aber das passt ziemlich genau auf den Lochabstand von den Garmin-Haltern, sodass man das direkt, es ist nicht genau, aber dadurch, dass die Garmin-Halter hier leichten diese Gummihülsen haben, kann man das dann schon schön daran direkt befestigen. Ja, und die 12 mm passen auch ganz genau auf unsere Stange, wo wir das Ganze montieren wollen. Also, fangen wir mal an zu montieren. Eine kleine Schwierigkeit ist hier hinten diese winzige Schraube, mit der bei dem Garmin-Halter der Stecker in der Halterung fixiert wird. Die steht so ein ganz leichtes bisschen nach oben raus. Und wenn ich da jetzt unseren Halter draufsetze, so dass er durch die Löcher schön passt, dann stört diese Schraube. Die Lösung, man kann entweder sich überlegen, ob man aus diesem Halter hier ein kleines Stückchen rausschneidet, mit Dremel zum Beispiel. Oder die andere geschwinde Lösung ist, dass man halt zwischen den Halter und diese Klemme hier nochmal jeweils zwei Unterlegscheiben als Abstandshülsen legt. Dann baut man über die Schraube drüber und das Ganze ist gelöst. Ich fange mal an zu montieren. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt noch nicht ganz festgezogen, habe noch ein bisschen Spiel gelassen, weil wir wollen ja die Stange da noch reinbringen und wenn da ein bisschen eine Feineinstellung notwendig ist, ist es gut. Am Schluss ziehen wir die dann natürlich ganz fest. So, jetzt montieren wir die Stange hier oben an der Tenerie ab. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe diese Windschutzscheibenverstellung drin. Die gibt mir hier noch ein bisschen mehr Platz, aber ich glaube, es müsste auch mit einer normalen festmontierten Windschutzscheibe so hinpassen, dass man mit dem Imbusschlüssel an diese seitlichen Schrauben hier kommt. Die lassen sich leicht öffnen, lösen. Beim Rausdrehen muss man ein bisschen aufpassen. Da ist noch so ein Abstandshalter drin, so ein goldener, dass man den nicht verliert. Schraube sichern. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. So. Und dann kann man ganz leicht ein bisschen das Ganze auseinanderziehen und die Stange hat man in der Hand. So, da ist das gute Stück. Wir montieren das jetzt hier rein. Wie man sieht, es ist gut Spiel da. Es ist genug Platz fürs Kabel da. Ja, jetzt stecken wir das Ganze mal dran und dann ziehen wir das Ganze fest.
Bei der Stange muss man aufpassen, die hat hier so Aussparungen, damit sie sich nicht verdreht, dass man die nicht falsch reinsteckt, sondern dass sie halt wieder so reinflutscht, wie sie ursprünglich drin war. Dann kann man auch schon die Schrauben wieder draufsetzen. Auch die ziehe ich jetzt noch nicht hundertprozentig fest. So. Jetzt würde ich gerne erstmal das GPS mit dem Halter hier ausrichten, dass es von dem Winkel her gut passt. Dafür stecke ich das drauf. Ihr könnt das jetzt so einstellen, dass es genau den gleichen Winkel hat wie das Kombi-Instrument. Es steht ein bisschen weiter vorne. Es hat auch genug Platz da, dass man es nach unten stellen könnte. Man kann es auch noch ein bisschen hochstellen, wenn man eher viel im Stehen fährt. Was bei mir jetzt nicht der Fall ist, deswegen schaue ich mal, dass ich den gleichen Winkel einhalte wie das Kombi und dass ich es auch über dem Kombi ziemlich gut zentriere und dann mal vorab fixiere. So, man merkt, das zieht an. Bei dem China-Zeug muss man natürlich aufpassen, dass man es nicht überdreht oder überstrapaziert. Ich habe es jetzt erstmal fest. Das ist mittig über dem Kombi-Instrument. Die ziehen wir jetzt auch endgültig mal fest. So, das ist jetzt schon eine recht steife Verbindung. Die Halter klemmen recht gut an der Aluleiste. Wackeln tut es jetzt noch, weil ich, wie gesagt, hier die Schrauben am GPS noch nicht final angezogen habe. Dafür packe ich jetzt das GPS nochmal raus. So, und auch die Schrauben müssen natürlich nicht endlos festgezogen werden, weil das ist ja das sind ja diese Gummihülsen drin, damit da noch ein bisschen Spiel verbleibt. Aber sie sollten natürlich schon ausreichend angezogen sein. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Gleicher Winkel wie das Kombi-Instrument. Ein bisschen überdeckt, aber wir haben Luft zwischendrin, also die beiden Instrumente berühren sich nicht. Hier hinten jetzt die Halterung. Ja, ist eine solide Sache, also man kann da jetzt nichts irgendwie verdrehen. Feine Lösung, finde ich. Vor allem für die Kohle. So, sieht gut aus, oder? Ich bin zufrieden. Also es passt sich gut, das kleine Sumo passt wunderbar zu dem Kombi-Instrument von der Tenere. Ein bisschen eine Fummelei ist vielleicht das Entriegeln des GPS, damit man hier unten rankommt. Ich weiß nicht, wie gut das mit Motorradhandschuhen später funktionieren wird, aber ohne geht es auf jeden Fall gut. Und das Montieren des GPS ist super easy, einfach draufstellen und fertig ist der Käse. Klar, Kabel, vergesst das mal Ganze, das ist natürlich jetzt wie gesagt noch fliegend verlegt. Wenn mir das gefällt, die Lösung, dann wird das natürlich ordentlich gemacht noch. So, ich würde sagen, Probefahrt, oder? Leute, ihr habt es gesehen, für die paar Euronen ist das echt eine super Lösung, finde ich. Es ist sehr stabil, das Navi verdreht sich nicht oder wackelt in sich. Das Wackeln kommt von dem, wie schon erwähnt, von dem Yamaha-Vorbau, den man natürlich bei mehr Offroad-Einsatz und so noch versteifen kann. Für mich ist das auf jeden Fall eine super Lösung. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere auch was daraus ziehen kann und das vielleicht auch nachbaut. Wenn ja, lasst halt bitte einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und wenn ihr Bock auf Reisevideos habt, dann guckt bitte unbedingt unsere Tour durch Patagonien, die Martin und ich gemacht haben, oder die Tour über die Insel Madeira, die ich letzten Oktober gemacht habe mit dem Motorrad. Macht's gut, ciao.